In Polen geht das Tauziehen um die Kontrolle der staatlichen Medien weiter. Die neue Regierung unter Ministerpräsident Tusk hat beschlossen, die Sender zunächst aufzulösen mit dem Ziel eines umfassenden Umbaus. Die staatlichen Medien sollen wieder unabhängig und ohne Einfluss der früheren PiS-Regierung berichten können. Präsident Duda, der der PiS nahesteht, versucht jedoch, seine Position zu nutzen, um das Vorhaben der Regierung Tusk auszubremsen. Wer hat die Kontrolle über die staatlichen Medien? In Polen geht der Streit in die nächste Runde. Die neue Regierung von Donald Tusk will jetzt für Fernsehen, Radio und Nachrichtenagentur ein Liquidationsverfahren einleiten. Vorausgegangen war ein Veto des PiS-nahen Präsidenten Duda gegen die Finanzierungspläne der Medien für das kommende Jahr. Duda nannte rechtliche Bedenken als Grund, machte aber mit seinem Veto de facto den Weg frei für das Vorhaben von Donald Tusk. Das Veto des Präsidenten, das die Finanzierung öffentlicher Medien streicht, zwingt auch den Kulturminister zu entsprechenden Entscheidungen. Wir werden darüber schnellstmöglich informieren. Kurz darauf eine Mitteilung auf der Plattform X vom Kulturminister. Er kündigt das Liquidationsverfahren an, mit dem Ziel, den Einfluss der Vorgängerregierung der PiS auf die Medien zu stoppen und gleichzeitig ihren Betrieb zu sichern. Das Ganze auf rechtlich stabiler Grundlage. Vor einer Woche hatte die neue Regierung die gesamte Führungsriege bei TVP, Polskie Radio und der Nachrichtenagentur PAP ausgetauscht. Es gab rechtliche Bedenken und viel Protest der PiS. Die hatte die Medien in den vergangenen 8 Jahren zu ihren Propagandaorganen umgebaut und wirft genau das jetzt der neuen Regierung vor. Das Wesen dieses Plans ist es, ein politisches Monopol in Polen zu errichten, das Monopol einer politischen Gruppe. Und die anderen, wenn sie überhaupt weiter bestehen dürfen, werden komplett marginalisiert. Seit Tagen besetzen Politiker der PiS und PiS-nahe Journalisten Teile der Gebäude unter Applaus ihrer Anhänger. Für den 11. Januar ist eine Großdemo in Warschau angekündigt. Mit dem Liquidationsverfahren hat sich Donald Tusk etwas Zeit verschafft. Doch grundlegende Strukturreformen der staatlichen Medien dürften schwierig werden. Das liegt an der komplizierten Rechtslage und daran, dass Andrzej Duda als Präsident zu neuen Mediengesetzen jederzeit sein Veto einlegen kann und wohl einlegen wird. Der schnelle Umbau zu unabhängigen Medien, wie ihn Donald Tusk im Wahlkampf versprochen hat, dürfte also länger dauern.